Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Project Red V12. Mit mir dabei ist der gute Olli. Guten Tag. Die Alex, auch Hellami genannt. Hallo. Der Grambusch, auch Alfred genannt. Hallo. Und die Eileen. Die ihr Mikrofon wahrscheinlich leise geschaltet hat, ich sehe es gerade nicht. So. Ja, Push to Talk drin. Achso, okay. Ich hatte ja das letzte Mal versprochen, wir basteln uns heute das erste Mal ein bisschen Strom und wir basteln uns heute das erste Mal, nein, kein Solar, und wir basteln uns heute zum ersten Mal nochmal was, womit man Erze bekommen kann. Wir sind ja noch bei der Beschaffungseinheit. So, wir brauchen hier Cobblestone und einen Furnace. Das ist der Survival-Generator. Das ist ehrlich gesagt der einfachste Generator, den man sich quasi bauen kann. Einfachste bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es könnte sein, dass es einen einfacheren gibt. Aber er ist sehr sparsam. Definitiv sehr sparsam. So, das waren jetzt ungefähr eine Minute inklusive Intro, inklusive Begrüßung. Und wir haben schon den ersten Generator. Wir sind heute aber echt auf Überholspur. So. Und wir müssen uns nochmal mit einem Mod aus von einem Bekannten von uns auseinandersetzen, und zwar mit dem Mod Bedrock Ores. Bekannter deswegen, wenn ihr es nicht wisst, rechts oben in der Einblendung, schaut auf Project RET V8. Da war er bei uns mit dabei in der Staffel. Müssen wir das hier noch bauen? Ach, Olli. Hm? Kannst du mir zweimal Obsidian bringen? Dankeschön. Aber nur zwei. Ja, nur zwei. Du musst sparsam sein. Mehr will ich gar nicht. So, ich bastle hier mal schon mal die ganzen Sachen zusammen. Ich brauche tatsächlich noch mal ein... Oh, Dankeschön. Ich brauche noch ein kleines bisschen Holz. Aber nicht viel. Ach, nehmen wir noch einen. Außerdem müssen wir mal langsam noch unsere Holzproduktion noch ein bisschen hoch pushen, glaube ich. Aber egal. So, dann brauchen wir einen Piston. Ja, zum Thema Holz fällt mir was ganz Klassisches einzubauen. Oh, ist natürlich nicht so effizient wie die Hopper hier, die Bonsai-Hopper, aber klassisch. Klassisch, okay. Ich glaube, wir müssen einen Zwischenschritt einlegen. Wir haben keinen Cobblestone mehr. Houston, wir haben ein Problem. Doch, haben wir doch. Wo denn? Folgen Sie unauffällig. Achso, ich folge Ihnen unauffällig. Ich habe noch 300 Stück unten. Kann ich über den nicht laufen, ich muss wieder was futtern. Ah, okay. Dann nehme ich mal einen Stack mit. So. Dann waren wir hier stehen geblieben bei den Pisten. Und wir brauchen hier noch ein... Doch, hat schon gestimmt. Nee, Cobblestone war gar nicht mein Problem. Es war tatsächlich Holz, aber ist egal. Cobblestone wird man eh noch ein bisschen brauchen. Kannst du wieder zurücklegen dann. So, einen Pisten. Dann brauchen wir noch zwei Blöcke Redstone. Zwei Blöcke Redstone. Guck nicht nach, wie viel dann wir da haben. Und dann braucht ihr mir noch... Oh, einen Diamanten. So. Haben wir alles. Und dann können wir das Ding hier bauen. Jawohl. Und dann brauchen wir noch eine minimale Kiste. Haben wir auch. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Haben wir auch. So. Wir haben gebaut. Wunderbar. Jetzt müssen wir es nur noch aufbauen. Ich gehe mal nach unten. Währenddessen können wir uns mal ganz kurz so überlegen, was nun als nächste Schritte kommen. Also wir müssen natürlich noch ein bisschen Material beschaffen, ganz klar. Eine größere Basis, glaube ich, bauen. Oder Olli, hast du da schon eine Idee? Bis auf die Schmelze habe ich jetzt noch nicht vorausgeplant. Okay, gut. Dann müssen wir uns da noch was überlegen. Ich habe ja schon eine Idee, ne? Das wäre wieder so ein Rückblick auf die alten Staffeln, aber egal. So, was können wir denn brauchen? Brauchen wir Uran nicht wirklich im Moment für den ersten Schritt? Noch nicht. Silber brauchen wir auch nicht unbedingt. Da haben wir noch Zinn. Ich hab das, was uns fehlt, oder wovon wir nicht so viel haben, haben wir jetzt nicht als Bedrock Ore hier. Was wäre es denn? Uran. Kupfer hatten wir jetzt nicht ganz so viel gehabt. Okay. Eisen war jetzt genug da eigentlich. Hätte ich auch gesagt, ja. Jetzt braucht man nochmal anfangen. Weißt du was, wir nehmen jetzt einfach mal, aus Demonstrationszweck nehmen wir mal Silber. Spielt doch gar keine Rolle. So. Natürlich sinnvoll, natürlich dorthin zu setzen, was ihr gerade braucht.
Dieses Feld hier, wenn man dann mit der Shift-Taste drüber, also mit der Maus drüber geht und die Shift-Taste drückt, sieht man 101, 52, 119, 39, 120 und 76. Die schnellen Kopfrechner unter euch werden feststellen, irgendwas um die über 500 werde ich mal grob getippt. So, jetzt stellen wir mal die Maschine da drauf und sehen hier, oh, sogar 746. Super. So, das Teil funktioniert erstmal so nicht. Warum? Ihr seht schon links oben, das Ding braucht Strom. Strom haben wir ja schon dabei. Dann stellen wir den daneben hin. Und das Ding wirft normalerweise nach oben aus. Das ist alles so die Standardeinstellungen. Und jetzt nehmen wir uns mal hier so... Na, wie viel nehmen wir uns denn? Nehmen wir uns mal einfach 8. 8 Stück Kohle packen wir da mal rein. Wir sehen, hier entsteht außer den 5 RF, die wir sehen, nicht wirklich viel. Warum? Die wandern alle in den Bedrock Miner. Aber wir hören noch nichts. Warum? Der Bedrock Miner braucht jetzt erstmal eine Zeit lang, bis er genügend Energie hat. Und wenn er die Energie hat, legt er dann mal los. So, und das müssen wir jetzt theoretisch abwarten. Währenddessen können wir hier mal ganz kurz umgucken. Also, du hast Kupfer gesagt, ne? Kupfer brauche ich mir noch ein bisschen. Das könnte sein, dass es natürlich weiter oben ist, ne? Außer natürlich das im Bedrock war. Okay. Was? Du suchst Kupfer? Nein. Also. Aber kann ich springen, kein Problem. Alfred hat schon ein bisschen Kupfer gestohlen. Achso. Ich habe nur gerade meine Picke mit Redstone gemoddet. Dann kam dann Haste, Haster, Hasted, Hastestest und jetzt habe ich Hastestestest. Okay, Junge. Deutsche Sprache, gute Sprache. Ja, ja, genau. So, hier müssen wir einfach ein bisschen warten und warten. Und natürlich, wir können auch hier mit der Spitzhacke einfach mal ein bisschen weiter buddeln. Mit Wayne Miner ist das natürlich eine wunderbare Geschichte. Fun Fact, Alfred hat herausgefunden, Wayne Miner funktioniert auch auf den Bedrock Ores. Das kann sein. Leer Miner, ja. So, und wenn wir jetzt hier das machen, sehen wir, ein großer Bereich wird frei und wir haben wieder Cobblestone ohne Ende. Natürlich geht die Picke auch kaputt, ist auch klar. Was haben wir denn hier? Apatit? Nein. Das ist nicht klar. Gibt's doch einen Hammer. Ja, schon, aber mit dem Hammer. Ja, genau, Hammer. Hammer ist der Hammer. Der Hammer macht natürlich etwas anderes. Der Hammer macht ein 3x3 Feld. So, wenn man den anhat, dann sieht man da schon, da ist eine Umrandung drumherum. Im Hammer kann man aber auch Wayne minern und der hat ein bisschen mehr Haltbarkeit als die Picke. Geht doch Wayne minern damit? Weiß ich gar nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Geht. Ja, tatsächlich. Oh ja, Olli, ich habe was Schönes gefunden. Redstone. Ist ja nicht so, als hätten wir keinen Redstone. Nein, überhaupt nicht. Oder? Redstone, nein, das ist schon Redstone. Ich höre schon wieder was blubbern. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Laber für die ganze Familie. Oh oh, und Olli baut nach oben ab. Der ganze Untergrund hier ist voll mit Lava. Also so kleine Blasen am laufenden Meter. Wo haben wir die Enderpump drauf? Wir haben auf jeden Fall eine Pumpe drauf. Genau, das ist auch noch so ein Punkt. Wir können mal ganz kurz mal gucken, ob der schon mal hier losgelegt hat. Es dauert wirklich lange, aber wenn ihr da in der Nähe seid und händisch etwas abbaut, da seht ihr schon, die ersten 4 Erze sind da schon draußen. Was will der Mensch mehr? Klappt doch. Klappt doch auch mit dem Nachbarn. Der baut hier aus allen Umgebenden, ich glaube, das war ein Radius von 3 Blöcken, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. 2 oder 3 Blöcke war das, glaube ich, ein Radius, in dem er quasi diese Bedrock Ores abbaut. Wie wir gerade gehört haben, ja, wir können die auch eventuell mit Hand. Na, man braucht nämlich mal einen Wayminer dafür. Ich habe jetzt bloß keinen Platz mehr im Inventar natürlich. Wer hätte das gedacht? Das ist nie passiert. Da ist noch ein Erz. Du kannst es nehmen, wenn du möchtest. Ich kann mein Inventar mal ein bisschen befreien. Ich glaube außerdem, wir haben hier noch ein bisschen Cobblestone. Ja, jetzt wieder. Da haben wir noch ein paar Lavatanks. Ich schick mal Kupfer hoch. Das ist schön. So, das können wir das mal reinlegen. Das können wir reinlegen. Einfach mal bestellen. Ich habe mich eingerichtet hier unten. Okay. Die Picke kannst du auch hier reparieren. Hat ich mal Eisen reingelegt. Eisen? 19. Stil meinst du? Ja, Stahl. Stahl, okay. Entschuldigung. Okay. 13 Steaks.
Genau. Was ihr machen müsst, habt ihr die Reihenfolge noch im Kopf? Also wir hatten angefangen mit einer Holzspitzhacke, danach Flint, dann Eisen und zwar immer nur den Kopf austauschen. Wenn möglich, sollte aber die Picke vorher repariert sein. Nach Eisen, was kam denn nach Eisen? Ich glaube Bronze, wenn ich mich recht entsinne. Und dann hatten wir uns Stahl gemacht. Und zwar den Stahl aus Metallurgie. Metallurgie, also den Metallurgieweg. Den ganz normalen. Manganese und Iron geschmolzen. Manganese und Iron. 2-1 Verhältnis. Manga. Irgendwie mag mich heute mein Spiel nicht, aber es ist nicht so wichtig. Manganese. Den werde ich nochmal irgendwie die Leviten lesen. So. Manganese, oh genau, hier. Smelting. Kommt Molten Manganese raus und Molten Manganese kann man. Manganese haben wir doch gesagt, ne? Ach, nicht Magnesium, ja. Ach Gott. Manga. So, jetzt heller. Molten Manganese. Nein, die andere Manganese, die da hier. So, jetzt haben wir es aber. Die kriegt man aus dem Manganeseohr und dazu gibt man ein bisschen Eisen. Wie der Olli schon gesagt hat, im Verhältnis ein Eisen, zwei Manganese. Und wir kommen Molten Steel und Molten Steel können wir dann quasi wieder wie alles andere gießen. Das ist eine super Geschichte. Und hält relativ lange. Wir haben hier auch dann schon den Mining Level Diamond. Damit kann man so ziemlich alles hier abbauen. Ich glaube auch das Oberworld Kobalt und Ardit, wenn ich richtig weiß. Ja. Genau, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man es im Nese abbauen kann, aber ich sag mal für die Oberwelt. Also hier definitiv noch nicht. Oh, da steht ein Creeper. Oh, da kommt ein Creeper. Komm her, komm. Komm brav zu Papa. Gut. So, wir haben Schießpulver. Der Junge war kein Schuss Pulver mehr wert. Okay. In der Zwischenzeit, wir haben hier schon 10 Erzblöcke drin und ihr müsst nicht daneben stehen und wir gucken mal rein, wie viel Kohle wir verbraucht haben. Ein Stück Kohle. Eins. In Worten. Eins. Also das Ding kann man laufen lassen, bin zum St. Nimmerleinstag, da kann ich das Ding abbauen. Wunderbar, passt. So, dann haben wir das Bedrock-Ohr-Thema auch erklärt. Wir hatten hier auch noch ein paar. Da war noch eins, wo ich mir nicht sicher war. Moituite. Das ist nämlich die letzte Folge gewesen. Moituit-Ohr. Was kann man denn damit anstellen, so schönes? Man kann es schmelzen. Gut. Man kriegt Molten Moituit raus. Wer hätte das gedacht? Und was kann man damit machen? Die Sichalkul. Okay. Gesundheit. Achso, das andere haben wir nicht, weil das müsste ein End sein. Ein Endmaterial sein. Glaube ich. Naja. Also, nicht besonders wichtig. Wir bleiben erstmal bei Stahl. Guter Stahl. Und du sagst, Ardit kann man nicht abbauen? Und Kobalt? Nope. Och, schade. Schade aber auch. Verdammt. Da brauchen wir dann noch irgendein Upgrade. Achso, ja, Moment. Wir können ja irgendwie... Level? Was? Level funktioniert nicht ganz einfach. Du kriegst nämlich nur Modifier drauf, die du dann belegen kannst. Wir müssen es härten. Das waren doch... Diamant war es nicht. Womit konnte man das erhöhen? Obsidian-Finding? Obsidian. Ich weiß es gerade auch nicht mehr, aber ich glaube, War das nicht einfach nur Obsidian? Dankeschön. Das hochgucken. Ein braunes Präsent. Ich bin gespannt, was wir für ein braunes Präsent kriegen. Modifier. Ich kann es nicht öffnen, sobald es einmal signiert ist. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das gerade gebaut und was reingestopft. Ja, ich kann es bloß nicht rausmachen, weil du hast es anscheinend irgendwie signiert. Ah, Moment, jetzt geht's. Immer noch nicht? Nein, ich kann es nicht aufmachen. Muss ich es abbauen? Das ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg, oder? Sein Geschenk mit einer Spitzhacke zu bearbeiten. Kommt drauf an. Wir sind von der Schwiegermutter, dann vielleicht. Vielleicht, ja.
Aber ein Geschenk mit der Spitzhacke zu bearbeiten, klingt immer irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Ah, guck mal. Man muss es tatsächlich abbauen. Und dann kommt ein wundervoller Rucksack raus. Ich liebe es. Rucksäcke sind sowas von wundervoll. Gut. So, und was der Olli gerade guckt, wir gucken auch mal hier rein in Materials and You. Und da gibt es Modifiers. Und dann hatten wir hier... Reinforcement. Fortified. Das ist dann... Ach, man kann das eventuell mit einem entsprechenden Schärfe-Tool... Adam. Und Flint machen. Kit, Flint, das ist relativ einfach. Die Frage ist, welches Schärfe-Kit brauchen wir dann für den passenden Mining-Level? The same Mining-Level of the material used to the tool. Also das heißt, das, was wir unten zusammenbasteln, muss den entsprechenden Härte-Level von Kobalt haben. Das wäre Kobalt. Man müsste es dann nicht auch mit Stahl gehen. Entsprechende Härte-Level von einer Picke. Ich bin ehrlich gesagt unschlüssig. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich Adamantin oder solche Geschichten hier noch finde, aber oder und Atlarus, dann wäre das Thema durch, aber ich habe es noch nicht gefunden. Sind so ziemlich mit, also in Mischung beides zusammen ist so ziemlich eines der besten Materialien, die man sich hier in der Overworld zusammenbasteln kann für Spitzhacken und Sonstiges. Ich überlege gerade, wie habe ich es gemacht? Ich weiß es nicht, das musst du wissen. Auf jeden Fall könnte ich... Ich werde es einfach mal ausprobieren. Ich mache jetzt mal so ein Sharpening, so ein... Ja klar, mach. Ach, was war das? Sharpening Kit, glaube ich, hieß es. Dann machen wir das mal aus Stahl. Müsste aber dann auch bloß wieder Stahllevel sein, laut Beschreibung. Aber Stahl ist ja schon Diamond, Diamond war das. Ja, genau. Ja, ich hab eine Redstone-Quelle gefunden. Die rote Soße fließt hier. Wunderbar. Super. Ich glaube, ich habe es über Dark Steel gemacht. Das könnte eventuell funktionieren, ja. Ich finde es gerade im Alloy nicht da. Eisen, Kohle, Obsidian. Oder Stahl mit Obsidian. Ich glaube, das war's. Stahl mit Obsidian. Okay. Das könnte... Und konnte man da nicht eventuell auch diese Obsidian-Platten drauf machen? Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. Schon echt lang her. Merkwürdiges. Die Platten sind Reinforcement, da steigt dann die Haltbarkeit. Das war dann nur die Haltbarkeit, okay. Alu. Und Alumite ist mit Almighty Alumite gibt es leider auch nicht mehr. Schade eigentlich. War ein tolles Material. Aber wir werden hier auf jeden Fall noch ein paar Dinge finden. Definitiv. So, die erste Maschine läuft und dann hatten... Oh, da hinten ist noch ein Punkt. Der gefällt mir nicht. Da machen wir mal eine Lampe hin. Und da ist auch noch einer. Gut. Haben wir hier noch irgendwas, was wir gleich mal draufnehmen sollten? Nein. Nicht so wichtig alles. Infos, Kolumn, was war denn das jetzt hier wieder? Da konnte man auch irgendwas... Das ist nämlich das echt Interessante bei Metallurgie. Man muss sich wirklich lange hier durchklicken durch alles, um herauszufinden, was man alles daraus machen kann. Molten Black Steel. Molten Black Steel. Ist auch nur Diamant. Dark Steel, nicht Black. Ja, ja. Dark Steel ist Steel und Obsidian 1 zu 2. Dann klappe ich das mal rein und genau. Mache dann einen Kopf draus. Genau. Und ich gucke mir hier mal ganz kurz, ob ich noch irgendwo vielleicht Kupfer übersehen habe, weil eigentlich, ich laufe hier natürlich wieder völlig sinnbefreit hier die Treppe runter. Wenn ich unten mein Werkzeug noch schnell reparieren sollte. Tja, aber ist ja nicht schlimm, wir sind gleich auf dem Rückweg. So. Kupfer sollte jetzt oben sein. Olli weiß, wo es ankommt. Ja, okay. Zur Schmelze. Boah, ich habe hier echt viele Sachen gefunden, aber Kupfer war, glaube ich, eins, wo ich noch nicht so viel gefunden hatte. Dafür kann ich Leute mit Zinn erschlagen. Und ich glaube mit Osmium. Und Alu. Ich finde kein Mangan, insofern.
Kannst du dir gerne von uns nehmen, ist gar kein Problem. Aber auch genug da gehabt. Ja, Manganstelle sind sowieso nicht so toll. Frag den Gleisbauer. Es gab mal eine Weile Weichenteile davon, die haben sie ganz schnell wieder abgeschafft. Nicht zu bearbeiten, das Zeug. Okay. Zu hart. Da sehe ich schon wieder mal ein Portal Neve. Okay, da war wohl jemand mal wieder fleißig. Sollte ich es wagen, rüber zu gehen? Die ersten zwei Meter sind ungefährlich. Okay. Dann machen wir mal einen Sneak Peek. Und jetzt die Folge beenden, oder? Und wieder mal nichts ausgeleuchtet hier. Und das Erste, was ich höre, ist ein Gast. Danke. Okay. Wenn du durchs Tor gehst, ist alles gut. Wenn du durchs Tor gehst und geradeaus rennst, kommst du direkt auf eine große freie Fläche. Wenn du hinter das Tor gehst und immer mehr oder weniger geradeaus läufst, findest du irgendwann eine Netherfestung und 27 Todespunkte von Hellamy. Okay. Oh, da haben wir auch noch Metalle, die wir noch nicht abbauen können. Aldurit, keine Ahnung, wofür das alles Zeugs hier ist. Aber es blinkt so schön. Es ist Glitzer. Baust lieber nicht ab, wenn Schweine in der Nähe sind. Da haben wir Nether Iron Ore. Brauchen wir noch Eisen? Nicht wirklich, ne? Lead. Das dürfte Redstone sein, nehme ich an. Genau. Also wir haben auch Nethererze am Start. Jede Menge. Hier haben wir Ignatius. Das war doch irgendwas sehr schön Brennbares. Zumindest vom Namen her kommt mir das so bekannt vor. Oh, das ist ein Harry Potter Spruch gewesen. Nein. Nein, das hieß anders. Ja. Okay, wir haben genug Niete für heute, oder? Nein. Kann ich das abbauen? Ja, kann ich. Sollte ich es wagen? Niete, Perido, wobei wir es gar nicht brauchen. Pigments freuen sich, wenn du es abbaust. Wenn Schweine in der Nähe sind, mach's nicht, dann hast du gleich eine ganze Armee hinter dir her. Ja, weil die Schweine greifen euch an, wenn man Erze abbaut im Nether. Die sind weit genug weg und ich bin schnell im Tor. Nein, machen wir lieber nicht. Seine letzten Worte. Genau. Ich bin schnell. Genau. Nein, das brauchen wir nicht. Um Nether können wir uns nochmal bei Gelegenheit kümmern. Das ist kein Problem. Das kriegen wir alles. So, und natürlich um eine potentere Energiequelle müssen wir uns noch kümmern. Und irgendjemand hat uns hier an den Weihnachtsbaum so schöne Platten hier gehängt. Finde ich sehr nett von ihm. Wer auch immer das war. Wird nicht verraten, nein, es ist gut. Der Weihnachtsmann natürlich. Ja, wer sonst? Der Weihnachtsmann, der mit der Zipfelmütze? Ja. Supi. Danke, Weihnachtsmann. Ja. So. Aber wisst ihr was? Das ist doch, glaube ich, mal ein ganz guter Endpunkt, weil das nächste Mal werden wir uns mal wieder ein bisschen um Technikmods kümmern. Noch ein bisschen mehr wie diesmal. Weil wir wollen uns natürlich auch ein bisschen fortbilden und weiterbilden und weitermachen. Ne? Und bei manchen Mods haben sich ein paar Sachen geändert, die sind ein wenig komisch. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber das ist halt dann so. Ne? In diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mal einen Daumen nach oben, ein Liken plus eins. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben, die lese ich gerne und beantworte ich gerne. Ansonsten bleibt uns nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit, viel Spaß bei dem Modpack und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.